Hey und hallo zu Sims 4, der Legacy Challenge mit Alina, Carrie, Sophia und Akiko. Und da haben wir ein kaputtes Radio und eigentlich könnte das die Akiko auch mal ganz machen, weil ich es nun gerade sehe. So. Alina ist zur Arbeit gegangen und sie wird fleißig arbeiten. Und Carrie hat Dienst nachher um, was weiß ich hier, glaube ich, ja, das 16 Uhr. Und sie hat auch die Level 8 der Fitnessfähigkeit noch nicht erreicht, aber sie ist schon bei 7, glaube ich. So, jetzt mal gucken, weil wir gerade bei Carrie sind. Kann die gleich mal aufs Klo gehen und nämlich ihr Fitnesslevel erhöhen. So. Eugene haben wir auch, da kann sie gleich noch duschen. So. Und Carrie kann auch mal eins von denen, oder sie macht hier mal auf der Bank, denn normalerweise müsste sie das ja schon können. Was macht Sophia? Irgendeine Mülltonne voll machen und ihr geht's eigentlich auch ganz gut. Allerdings haben wir vom Tag vorher auch die Hausaufgaben nicht gemacht, das müssen wir noch erledigen und dann würde ich vielleicht doch heute mit den Kindern, also mit den beiden großen Mädchen, dann ins Fitnesscenter fahren. Denn die Möglichkeit haben wir noch. So, das Radio ist repariert und sie müsste auch die Geschicklichkeitsfähigkeiten erreicht haben. Zumindest angefangen. Ah, Tuningteile und so weiter. Schule, bla, Alina ist halt. Nö, hat sie nicht. Aber normalerweise hat sie. Gut, Akiko. Geschicklichkeit, Level 1. Okay. Alles klar. Jetzt sitzen beide bei den Hausaufgaben und nebenbei läuft das Radio. Carrie, habe ich genug aufgeräumt? Nachrichtensendung. Der Verlag von Alina möchte, dass sie bei einer Nachrichtensendung mit einem Moderator auftritt, den sie nicht leiden kann, um für ihr neuestes Buch zu werben. Aha. Sie kann entweder lächeln und das Programm zugunsten des Verkaufs über sich ergehen lassen. Oder gerade heraus ablehnen. Also natürlich geht sie die Sendung besuchen. Sie hat auch eine kleine Leistungsverbesserung. Der Moderator ist zwar ein Trottel, doch der Auftritt im Fernsehen wird den Verkauf richtig ankurbeln. Alina ist jetzt noch bekannter als vorher. Leistungsverbesserung klein und 200 Simulantas gegeben. Und lesen lerne ich in den nächsten Tagen. Vielleicht. Guck mal, du kannst hier aber auch mal die Teile dann rauszoomen da und dann. Jetzt hätte ich natürlich eine gerne noch einen, der einen Garten macht vorher. Das gefällt mir jetzt wieder gar nicht. Ja, die Zeit schreitet auch richtig voran und wir müssen bewässern. Und jeden. Und alles ernten. Okay, also Akiko hat noch ein paar Aufgaben gekriegt, wird wahrscheinlich dann auch noch eine Weile dauern. Aber ich denke, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit den beiden Mädchen da ins Fitnesscenter gehe, dann sehen wir auch nicht hier, was hier zu Hause passiert und Alina verpasse ich dann, dass die da in den Garten geht. So, Carrie, geht's hoffentlich gut, denn normalerweise ein bisschen Fitnessfähigkeit müsste sie ja schon haben. Sind hier eigentlich Unterteile drin? Nee, dann werfe ich das mal weg. Wo ist denn die Mülltonne? Da. Zack. Und weg. So, wie sieht's denn aus bei den Mädchen? Ach so, das ist hier nicht Akiko, das ist Sophia. Das finde ich aber jetzt blöd, weil Akiko muss Gartenfähigkeit haben und nicht Sophia. Denn leider muss die Sophia, wenn sie erwachsen wird, ja hier aus dem Haus ausziehen und die Akiko wird die Erbfolge weiter verfolgen, sage ich mal. Sie wird es weiterführen. Also so rum. Bewässern, jäten, ernten. So, nun waren wir richtig rum. Genug mit dem Verwechseln. Wie weit bist du mit den Hausaufgaben? Fast fertig. Carrie tanzt.
Ja, das ist total schön von dir. Ach, ich wollte noch mal eine andere Frisur probieren. Wo wir gerade bei sind hier. Wo ist der Spiegel? Eine habe ich noch. Wieso zahlt sie 60 Simoleons und dann wieder zurück? Wobei ich, also ganz ehrlich, ich finde die Haare gar nicht so schlecht, aber naja, gut. Wir können es ja wenigstens mal angucken. Ich fand dann die hier noch ganz gut. So, ein bisschen struppeliger und noch ein bisschen anders als die andere. Okay, ich lasse es jetzt hierbei. Wir schauen mal kurz rein, ob die anderen Frisuren dann auch so sind. Ja, sie sind. Gut, dann jetzt wieder zurück. Also niedlich ist sie auch so. So, mal gucken. Carrie. Ach Gott, hier liegt ja Una so ein Haufen. Also das sind ja Massen. Sieht ein bisschen aus wie ein Junge, aber irgendwie ist sie auch süß. So, los, komm, Carrie. Dann kannst du hier. Nein, das ist nicht Carrie. Jetzt war ich, habe ich gedacht, ich bin auf ihr. Los, geh mal hier Teile plündern und lass das mit dem Kühlschrank sein. Das ist Quatsch. Verdorbenes Essen brauchst du jetzt nicht aussortieren, das kannst du später machen. Jetzt stellt sie das echt hin da. So, dann kannst du hier auch noch die Teile plündern. Ich weiß nicht. Ach, das macht jetzt Sophia. Na gut, jetzt haben wir alle was zu tun. Wie weit ist denn Akiko jetzt mit ihren Hausaufgaben? Ist sie endlich fertig? Okay, dann gehe ich jetzt doch zum Kühlschrank. Denn irgendwie muss ich mal gucken. Spezialrezept. Ach so, dann hat sie das ausgeräumt und dann ist das Aufräumen. Und Carrie hat auch Hunger. Was hat sie denn eigentlich noch für eine Tagesaufgabe? Sie muss nach ihrer Tagesaufgabe ihre Raummission. Und das kann sie dann auch noch machen. Sie kann das Weltall erkundigen. Erkunden. So rum war's. Und, was ist hier? Warum stehen die da und quatschen? Mit Akiko plaudern, Akiko bei der Arbeit zu kicken. Eigentlich könnten die Mädels sich ja untereinander unterstützen hier. Dann geh du doch hier ernten. Gucken, geht das? Siehst du, geht doch. So, wir haben schon Donnerstag. 2 Tage haben wir noch bis zum Erntederverkauf, sage ich mal. Also sondern am Sonntag wird das verscheuert alles. Und dann haben wir, glaube ich, richtig Kohle. Denn hier, wir haben schon 32.340 Simoleons in der Kasse. Und, ach, irgendwie haben wir auch noch eine Rechnung. Können die Kinder auch Rechnungen bezahlen? Geht das? Technische Probleme. Carrie haut noch einmal auf ihre Funkanlage. Seit sie im Weltraum angekommen ist, gab es immer wieder Störungen bei der Übermittlung von Funksprüchen. Sie ist gerade dabei, den technischen Kundendienst zu kontaktieren, als sie eine Entdeckung macht. Die fünfte Sonneneruption in der letzten halben Stunde. Das erklärt sich alles. Carrie entschließt sich, das besser einmal näher anzusehen. So, sie kann das auskundschaften und, gut, ich versuche jetzt hier trotzdem mal, ich weiß nicht. Nein, die kommen nicht an die Rechnungen ran. Also Rechnungen können nur die anderen bezahlen. Sonnenschein. Carrie nähert sich der Sonne, als eine riesige fliegende Untertasse mit einem vergnügten Alien heranfliegt. Der Alien steuert eine Art Taktstrahl, mit dem er Asteroiden direkt in die Sonne schießt. Wenn ein Asteroid auftrifft, flackert die Sonne und der Alien lacht. Was soll Carrie tun? Den Alien zur Vernunft bringen oder mit Kanonen bedrohen? Also wir bringen ihn jetzt zur Vernunft, wir bedrohen hier niemanden. Wie weit sind die Mädels? Also Ernst brauchst du ja nicht mehr, denn das haben wir ja nun schon gemacht. Aber vielleicht sollte Sophia auch, Alien-Angriffe. Carrie erschien der Alien vorhin bereits vergnügt. Doch jetzt ist er total aus dem Häuschen. Er grinst von einem spitzen Ohr zum anderen. Glucks schnappt sich von einen Asteroiden und schleudert ihn auf das Schiff von Carrie, sodass eine Heckflosse abbricht. Carrie gibt Vollgas und rast davon. Hoffentlich kann sie noch landen.
nach Hause stottern. So, Sophia kann trotzdem hier irgendwie ein bisschen helfen beim Jäten, weil das dauert nicht so lange. Ah, kick mal, da ist Melanie. Und Carrie ist von der Arbeit wieder. Quatsch, Carrie, Alina ist von der Arbeit wieder da. Warum eigentlich? Was macht sie hier? Oh, es ist nach 8 Uhr, deswegen. Also dann haben wir das ja schon wieder eigentlich nicht geschafft. Okay, dann bitte mal Melanie herein. So, und? Alina steht im Garten und sie kann aber noch duschen und in dem Sinne haben wir natürlich heute wieder nicht. Hat denn die Carrie jetzt ihre Tagesaufgabe? So, Alina hat nicht mal die Carrie angeguckt. Mit der neuen Frisur. So, die Tagesaufgabe ist abgeschlossen. Und ich bin hier untröstlich, dass die eigentlich nicht. Ja, weil die einen scheiß Garten gemacht haben, deswegen. So, und dann machen wir jetzt das andersrum. Wenn die jetzt hoffentlich mal fertig werden. Was ist das? Oh, zurück nach Hause. Huhu, was ist das? Was soll denn der Quatsch? Sie ist zu Hause. So, ernten brauchst du nicht. Jetzt ist Melanie draußen außen eine Runde ums Haus gelaufen und gut, sie setzt sich hier ran. Jetzt können wir noch eins machen. Wir können Alina noch an den Computer setzen und etwas schreiben lassen. Weiterschreiben. Ach, sie ist noch gar nicht fertig. Okay, dann schreibt sie weiter. So, sind die Mädchen jetzt fertig? Sophia, auf dem Klo. Sie kann auch in Dings auf Klo gehen. So, reisen mit. So, du reist mit deiner Schwester und wo ist die? Ah, Akiko. Ist denn Janik? Ach so, das sind hier diese Leute, die sie in der Schule kennengelernt hatte. Zumindest einige. Irgendjemand hat Terry auch kennengelernt, glaube ich. Lukas, ja, hallo, also Junge, die Männer, sehe Christian. Gut, wir müssen sie uns angucken, wenn wir die irgendwelche schnappen wollen. So, wir wollen natürlich zum Fitness. Und wo ist das? Hier. Wie heißt das? Gar nicht. Bewegen statt fressen. Also. Ja, draußen ist ja nun schon ein bisschen dunkel geworden. Und ich würde sagen, ihr geht gleich mal hoch. Und wir gucken uns mal eben das Haus an. Wo geht's denn hier hoch? So, das ist der. Das ist das Fitnesscenter und ich finde es eigentlich schon ganz cool und mal gucken. Unten ist ein Pool drin. Leider bei Sims 4 muss ich immer wieder feststellen, dass die Sims nicht alleine in den Pool gehen. Bei Sims 3 haben die das gemacht und haben viel Spaß dran gehabt. So, ich würde sagen, ihr beiden, bevor hier alles kommt, genau, was ist mit Akiko? So, die kann auch trainieren. Sie hat Hunger. So, eben habe ich gesagt, dass die Sims nicht freiwillig baden gehen. Also Akiko geht freiwillig baden. Sie ist gerade unten im Pool gewesen. Also war es wieder Quatsch. So, wer trainiert denn hier? Ein junger Erwachsener, Maurice. So, das sind unsere beiden. Hier ist noch eine Frau. Luisa. Sie ist schon direkt Erwachsene. Luisa Meier. Kennen wir auch nicht weiter. Und da kommt einer mit roten Haaren. Man kommt hier irgendwie schlecht ran. Ey, ist das der Typ aus.
Lukas, ja. Haben Sie, es sieht ja geil aus. Ah, der Fernseher läuft schon. So, sie läuft. Sophia, wie geht's dir? Ja, die haben natürlich, die stinken schon und es ist auch fortgeschrittener Abend. Also, das war irgendwie übers Knie gebrochen. Es ist blöderweise in der Woche viel zu viel zu tun, dass man hier noch Zeit hätte, irgendwas anderes zu erledigen. Ja, also ich gebe zu, es laufen hier ein Haufen Mädchen rum und Frauen und was nicht alles, aber junge Erwachsene ohne Ende und Erwachsene? Wer ist das hier? Franzi Franz. So, das sieht ja alles ganz heiß aus, aber ich muss sagen, wir wollen eigentlich mal für die, für unsere Mädchen sollten eigentlich mal Jungs da sein. Also es muss ja nicht immer irgendwie so auf der Basis laufen, dass sie jetzt andere Mädchen kennenlernen und hier sind auch noch viele Leute. Und? Aber es gibt nichts zu essen. Es gibt nur hier halt. So, wie sieht's denn hier aus? Muss hier nicht einer mal aufs Klo? Nee. Aber sie wollte duschen gehen. Wo ist sie? Also sie duscht ja schon. Ach, sie steht hier. Verstehe. Lustig ist in dem Gebäude, dass es eine Dusche für beide gibt, für Männlein und für Weiblein und die Klos sind nur getrennt hier. Das ist natürlich sehr schön, wenn die sich alle hier gegenseitig treffen, ne? Ja, Akiko hält durch, ne? Obwohl sie. So, wer ist hier inzwischen aufgetaucht? Hier ist Mana Aoki. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht über das Publikum. Das Spiel hat sich ein bisschen uns angepasst und oh, ist sie schön dreckig. Ich glaube, ich schicke sie schnell mal duschen. Ich weiß nicht, ob das hilft. Denn eigentlich sollten sie ja noch ein bisschen hier. Naja, die sollten schon noch ein bisschen hier bleiben. Erfrischende Dusche, Hausaufgaben sind erledigt und gut, also wir werden nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Es gibt ja noch ein Fitnesscenter, wobei ich das nicht richtig kenne. Die sind alle ein bisschen muffelig hier. Warum ist sie beschämt? Verstehe ich nicht. Wo ist denn jetzt? Also Akiko ist auch beschämt. Hat die sich in die Hosen gepullert oder? Nee, kann ja nicht sein. So, los, du gehst mal hier hin. Und dann gehst du dahin. So, und Sophia gucken wir auch mal an. Die hat Hunger und sie ist müde und hat irgendwie nur ein bisschen Spaß. So, und sie will aber nochmal laufen gehen. Nicht schlecht, dann mach mal. Die fühlen sich alle nicht. Die erschrecken sich immer. Es ist dem peinlich. Und wenn das so oft ist, fallen sie mir doch tot um. Warum jammerst du so? Und du duschst doch viel zu lange. Die Duschen sind auch total blöd. So, inzwischen sind alle erschrocken. Jetzt ist die Dusche kaputt. Es interessiert uns mal nicht. Ist nicht unsere Dusche. Ja, Hunger hat die auch mordsmäßig. Die Akiko. So, wo ist denn hier unser Laufband und wo ist denn jetzt die. Aha. Ach, guck mal, jetzt ist die. Jetzt ist Sophia freiwillig auf diesem Trainierding. Wobei ich irgendwie feststellen muss, ganz ehrlich, Leute, Sophia sieht irgendwie schon besser aus. Bei Akiko kann ich das leider noch nicht so bestätigen. Aber die schicke ich auch noch mal kurz aufs Laufband hier. Da ist allerdings voll. Dann geht sie mal hier rauf. So, wir sind ja hier, um zu trainieren.
So, wenn sich mal die Sophia hier für uns mal hier hinstellen kann. Wobei sie gerade so schön trainiert. Ey, quatsch uns nicht an hier. Was ist denn das für ein Klon? Ja, Kinder. Lukas, ein junger Erwachsener und starr mal jetzt hier die Sophia nicht so ein, sonst kann die sich nicht konzentrieren. Gut, also ich denke, wir haben doch Erfolge mit unserem Training. Und die Kleine hier, die Akiko, die ist noch ein bisschen pummelig. Die muss noch ein bisschen machen. Und wie ist denn das mit der Level High? Sind die eigentlich auch verschieden? Fitness Level 3 bei Sophia sehe ich und bei Akiko ist Fitness Level 3. Also sie sind beide gleich. Und es wäre ja auch verwunderlich, Sophia ist ein kleines Stückchen weiter. Was ist denn? Was meckerst du? Also es wäre schon schön, wenn es weiter so funktionieren könnte. Ja, also, hallo, ich möchte mal bitte, ich halt mal an jetzt. So, jetzt wollen wir mal gucken, liegt es am Trainingsanzug? Ein bisschen Po hat sie noch, aber ein bisschen Po ist ja völlig in Ordnung, sie ist ja schließlich auch eine Frau. So, im Gegensatz dazu hier den Akiko-Hintern. Also ich würde sagen, doch noch ein bisschen mehr. Es könnte auch das Sportzeug sein, also gut. Duschen waren sie gerade, nächstes Mal gucken wir mal im Duschen. Ob es auch abgenommen. Aber ich sage, Sophia hat abgenommen. Definitiv. So, und jetzt schicken wir sie beide nach Hause. Und das war nicht das letzte Mal, dass wir im Fitnesscenter waren. Jo, die Mädels gehen nach Hause nach einem anstrengenden Tag. Und dann zusätzlich noch dann hier der also Kampf im Fitnesscenter. Mit den Geräten. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst es euch gut gehen. Tschüss. I can't best destroy.